Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Husqvarna TS146XK. Dieser kam ja vor kurzem im Mod-Hub heraus und in diesem Video möchte ich euch den mal genauer vorstellen. Vorab auch noch ein paar kleine Informationen zu diesem Mod. Ihr findet den Mod aktuell noch unter Neueste Mods oder in der Kategorie Mähtechnik. Der Autor von diesem Mod heißt hier AkroTonho und die Modgröße beträgt jetzt ca. 9,15 MB. Ist verfügbar in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen. Beim Erstkauf von diesem Mod hier braucht er ca. 7 Slots. Bei dem Fangkorb braucht er ca. 2 Slots. Und dann schauen wir das Ganze mal hier unserem Shop an. Das Ganze zu finden unter Mods und DLCs. Und dann haben wir schon mal den Husqvarna hier. Der Husqvarna kommt daher mit 35 PS, lastgeschaltet, hat 26 Liter im Prinzip Diesel im Tank, fährt 25 km/h, wiegt 1,9 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 1,4 Metern und fährt 20 km/h im Arbeitsmodus. Kostet euch 2599 Euro. In der Konfiguration könnt ihr ja die Reifenhersteller wählen, zum Beispiel Michelin, BKT, Nukian, Friedestein, Trelleborg, Michelin. Hier habt ihr bei allen keine Reifenvariante wählbar, nur halt die Reifenhersteller. Dann haben wir hier noch wählbar das Bankmodell 1, Bankmodell 2 oder halt wieder das Bankmodell 1. Stoßstange ist hier wählbar mit Standard oder Stoßstange vorne. Und die Hauptfarbe ist auch wählbar hier in allen Farben, von Orange auf Weiß oder halt auch gern in Gelb. Die Designfarbe ist wählbar hier von Orange auf Weiß oder zum Beispiel in Schwarz. Die Felgenfarbe könnt ihr auch noch wählen in allen Farben, von Hellgrau auf zum Beispiel Schwarz oder halt gerne in Rot. Dann kostet dieses Gefährt hier ca. 2749 Euro in dieser Konfiguration. Dann kommen wir hier mal zu dem Fangkorb oder zu der, hier steht jetzt Doppelabholung dabei, ne? Der hat im Standard 1000 Liter, wiegt 50 Kilo und braucht 20 PS. Hat hier eine Arbeitsbreite von 1,4 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h. Kostenpunkt 329 Euro. Hier könnt ihr wählen die Kapazität 1000 Liter, 2000 Liter, 3000 Liter oder 4000 Liter. Je nachdem welche Kapazität ihr nimmt, kostet der entweder 329 Euro, 429 Euro, 529 Euro oder 629 Euro. Und das Ganze sieht dann im Prinzip so aus. Also wir haben ja natürlich einmal das Mähwerk hier oder den kleinen Mäher hier und einmal hier diesen Fangkorb oder den Ladewagen. Und das Ganze wollen wir natürlich auch mal auf einem Feld ausprobieren. Hier haben wir mal einmal hingestellt. Ne? Hier haben wir natürlich das Licht vorne. Ne? Haben wir im Prinzip nur einmal und nur vorne das ganze Licht. Ne? Hupe haben wir keine. Und dann wollen wir das Ganze mal starten. Wir haben ja aktuell wählbar L1 und Kreis für mehr senken. Und L1 und 4 Heck für mehr anschalten. So fährt der Ganze hier. Ne? Auch sehr interessant gemacht. Jetzt können wir im Prinzip hier mal rüberfahren. Und können dann halt auch auf der anderen Seite mähen. Jetzt haben wir auch sogar eine Innenansicht. Ne?
mit Schaltung und Co. Und wollen jetzt mal den Prinzip hier diesen Fangkorb mal anhängen. Sag ich jetzt mal so. Genau, wollen wir den Fangkorb mal anhängen hier. Einfach hier so rückwärts dran fahren. Und dann habt ihr einen Triggerpunkt mit X mit ankoppeln. Dann können wir das Ganze ankoppeln. Jetzt aber müsst ihr das Ganze anschalten. Sowohl den Fangkorb als auch den Mäher. Ja. Und dann hier absetzen wieder. Ja. Und dann könnt ihr das Ganze hier mähen. Natürlich den Fangkorb dann runterfahren. Und dann könnt ihr alles im Fangkorb speichern, was ihr halt so gemäht habt, zum Beispiel. Als Beispiel. Das Ganze könnt ihr natürlich auch abkoppeln oder halt auch abkippen. Hier haben wir sogar noch wählbar im Prinzip. Ja, im Prinzip L1 und R1 für hier entladen. Ja, das Ganze hier entladen. Oder halt wieder abkoppeln. Das geht natürlich auch. Dann könnt ihr hier auch wählen, was ihr hier haben wollt. Ne? Dazu kann man das Ganze natürlich auch noch wählen. Ist auf jeden Fall cool gemacht. Auch mal so ein kleines Ding hier zum Rasen zu mähen oder halt mal eine kleine Ebene wegzumachen mit Rasen oder Co. Ja? Und so habt ihr noch ein bisschen, sag ich jetzt mal so, Futter gemacht für so einen kleinen Stall. Und das könnt ihr das Ganze hier einfach auch gut gebrauchen. Genau. Das war's schon von dieser Mod-Vorstellung. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich gern über euer Feedback freuen. Besucht mich gern noch auf Twitch oder gern auf unserem Discord-Kanal. Die Links dazu stehen in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.